So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt den ganzen Weg von Elektro zur Base gelaufen. Ja, wie man vielleicht sieht, bin ich ein bisschen besser ausgestattet. Hab einen schönen Rucksack. Ein British Assault Pack. Ein MP5. Im Rucksack habe ich aber noch eine Schrotflinte und als Backup habe ich eine M9 SD in Camo. Ich versuche aber trotzdem nochmal hier reinzukommen. Und die Bot-Leichen sind nicht mehr da, so wie es ausschaut. So. Das Auto ist auch nicht mehr da. Also ist er schon weitergezogen. Nee, meine Leiche brauche ich leider nicht. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Weil meine Magazine eh leer waren. Schon, da liegt ein Engine-Part. On Web. Einmal E. Painkillers. Eine Stunner-Waffe. Ach man, fick dich. Scheiß Zombie, ich muss jetzt erstmal den Dingens rein und mal mit meiner neuen SSD hier ein bisschen aufräumen. Obwohl, eine AKM. So, kommt der noch dran. So, perfekt. Natürlich nehmen wir dann mal die AKM mit. Die schmeißen wir raus. Die AKM nehmen wir mit. Und jetzt gehen wir mal und holen uns diese M4. Natürlich werden wir uns noch ein bisschen Medic Supply mitnehmen. Darum kommen wir überhaupt nicht drum rum. So. Da hat mich schon wieder einer entdeckt. Bandage. Okay, der hat mich doch nicht entdeckt. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen, ja, Morphin und all so ein Scheiß mit. Bandage nehmen wir noch mit. Ein paar Bloodbags. Painkillers. Ja, dann nehmen wir noch zwei Morphin mit. Da nehmen wir noch mal jeweils eine. Ach, scheiße. Ich hoffe, meine Tastatur ist nicht so laut, aber ich soll, denk mal nicht. So. Wir bleiben aber mal mit der M9 SSD bewaffnet. Und ja. Gerade sagen, wenn uns ein Zombie auf den Nerven geht, können wir ihn da ganz leicht mal mit abschießen. Dazu müssen wir aber erstmal hier reinkrabbeln. Alter, 8000 Blut. Haben wir nochmal Slug-Munition? Gear? Okay, nicht mehr eine Gear. So, dann haben wir auch schon die ganzen Zombies ausgerottet. Oh, schöne MSR. Muni, die nehmen wir natürlich mal mit. Auch wenn sie uns garantiert nichts bringt, großartig. Leider. Weil wir finden garantiert keine MSR. Das ganze Kram brauchen wir nicht. Oha! Da ist ein. Ist das ein Coyote? Auch nur ein British Assault. Okay, eine M16 ist das. Weiß nicht. Tauschen wir auf jeden Fall mal. Ja, schade, wird alles gedroppt. Okay. Wir nehmen mal die ganzen Painkillers mit. Morphin. Bloodbag. Das DMR nehmen wir auch natürlich mit. Der Rest kann hier eigentlich liegen bleiben. So. Sind zwar, naja, allzu prickelnd ausgestattet. Naja, egal.
Ja. Habe ich jetzt meine. Hä? Scheiße. Jetzt habe ich da schon hier irgendein was gedrückt. Was ich gar nicht wollte. Ja, das ist ein Craftbook. Murders. Das kann dann alles eingesehen werden. Gut, machen wir es einfach mal mit Escape weg. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße, dass ich das weggemacht habe. Aber die haben da oben wohl. Ja, gerade die fette Party. Nein, den Debug-Monitor will ich haben. Und wir werden den Leuten da oben gleich mal einen Besuch abstatten. Da ist noch ein DM. Scheiße, und ich habe meinen Zweck gebuggt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also meine M16. Das war ein DMR-Schuss. Und da ist gerade irgendwas abgeschmiert. Also jetzt machen wir, wenn die da wirklich am Aufräumen sind. Da ist der Crash. Das war bestimmt ein Heli. Oder ein. Dingens. Oh, falsche Taste. Ich werde schon mal auf Direct Communication gehen. So können wir uns natürlich auch ausstatten, wenn die uns ein bisschen helfen. Das wird natürlich, schade. Nicht immer so sein, dass wir halt Leute finden, die uns helfen. Da ist eine Elite-AI runtergegangen. Natürlich sind wir auch scheiße jetzt ausgestattet. Weil ich natürlich die M16 wegbacken musste. Die war eigentlich recht gut. Wir hatten zwei Mags. Ja. So, okay. Wir brauchen eigentlich nur versuchen reinzulaufen und uns hinter dem Humvee zu legen. Beziehungsweise uns da ganz schnell eine HK-417. Also ich weiß schon, was ich holen werde. Also eine SD HK-417 mit ein paar Muni. Mit ein paar Muni. Mit bisschen Muni zu sichern. Und. So. Ich werde mal ein bisschen schon mal umpacken. Zack. So, das wird. Das werde ich jetzt alles erstmal schön im Ding jetzt reinpacken. Alt. So, DMR Mac. Ganz Bloodbags. Datback, Datback, Datback. Ich werde mal Bescheid sagen. Mann, ey. Okay. Okay. Die wurden da wohl gerade alle abgeschossen. Ja, das heißt, da ist noch ganz schön Action. Und ich bin nur mit einer Pistole ausgerüstet. Das bedeutet, ich werde es nie im Leben überleben. Außer die haben soweit schon das, ja, ausgeräuchert. Dass wir da aber großartig eine Heli-Crash finden. Oder haben sie ihn da runtergeholt oder ist das ein richtiger Heli-Crash jetzt? Sieht so nach Heli-Crash aus. Ja, ist ein Heli-Crash-Site. So. Natürlich werden wir jetzt ganz kurz mal Heli-Crash besuchen. Auf der Hoffnung. Was er sagt, in der Hoffnung. Hier eventuell eine. Jawohl. G36 Camo zu finden. Perfekt. Mit der können wir uns gleich ausstatten. Da haben wir aber noch was Besseres. Schöne DMR. Die werden wir nehmen. Wir haben ja zum Glück noch einen DMR-Mag im Rucksack. Wir haben somit zwei schöne Mags. Jetzt müssen wir schön vorsichtig sein. Weil da noch welche am Herlaufen. Scheiße. Ja, super geile Kram, ey. Scheiße, da hat eine M240 oder so.
Ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Wie macht man das jetzt am besten? Mein Rucksack ist nicht groß genug. Ich würde jetzt ganz gerne die Dinger jetzt noch mitnehmen. Gar nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich werde jetzt nochmal umgehen und mich von der Entfernung hinsetzen. Da ich auf Entfernung Vorteile habe, bedeutend Vorteile, halt durch diese DMR. Und werde die jetzt erstmal schön ausschalten. Natürlich werde ich mich extrem zurückziehen. Weil die wissen, dass ich da bin. Und werden natürlich auch gleich garantiert rauslaufen und versuchen, mich zu finden und zu töten. Geh mal hinter der Mauer hier in Deckung. Späh mal ein Stück. Nee, die bleiben da in ihren Kram drinne. Ich werde mal den anderen Bescheid sagen. Dass die mich nicht aus Versehen abnatzen. Das wäre natürlich nicht so prickelnd. Ich brauche jetzt natürlich eine geile Position, um da die jetzt auszuschalten. Ich habe genug Max. Um die da jetzt wegzuholen noch. Das sollte jetzt kein Thema sein. Da läuft erstmal ein schönes Karnickel lang. Natürlich auch Tiere müssen hier in diesem Video auch ihren Platz haben. Ne, das sind nur Felsen. Auch Tiere gehören zu Daisy. Natürlich kann man die auch ja, töten. Scheiße. Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Natürlich jetzt. Von wo kam der? Jo. Von wem wurde ich jetzt gekillt? Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Das war auf jeden Fall, denke ich mal, ein Spieler. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, weil in der kurzen Zeit, wo ich da mich kurz rumgelehnt habe, kann der AI gar nicht wissen, wo ich bin. Und ich denke mal, dass der Cookie. Ja, ich will mich nicht festlegen. Kann sein, dass die mich jetzt aus Versehen getötet haben. Oder halt auch nicht. Ja. Elektrospawn. So, ich frage jetzt noch mal. Ich will jetzt bloß einfach mal für mich nochmal wissen, ob die jetzt aus Versehen mich getötet haben oder nicht. Und okay. Ja, ich werde dann hier erstmal kurz wieder pausieren. Ich werde mir jetzt diese meine ganze Ausrüstung wiederholen. Und dann hole ich euch wieder mit dazu. Also, es geht spannend weiter, ob wir heute noch den Sektor B erreichen. Also den kleinen B-Sektor noch eindrehen können oder nicht. Das werdet ihr dann gleich sehen. Denke ich mal. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich meine Ausrüstung wieder habe. Bis gleich. So. Ich bin jetzt auf der Suche nach meiner eigenen Leiche. Ja. Eine Toolbox habe ich zwischendurch gefunden. Gehabt. Und ja, bin hierher geradelt. Da hinten ist auch schon meine Leiche. Es kommt mir natürlich sehr, sehr gut gelegen, dass ich die sofort finde. Und ich werde jetzt ein bisschen versuchen, nochmal den kleinen Sektor B aufzumischen. Ich denke mal, mir wird es zwar eh nicht so wirklich gut gelingen. Ja, aber man kann es ja trotzdem probieren. So, erstmal den ganzen Kram. Painkillers. Map. Den. Und die Bandage. So, kurz mal nachladen. Natürlich werden wir auch die Kleidung da nicht einfach so liegen lassen. Kleidung nehmen wir natürlich mit. Ziehen uns auch mal ganz schnell um. Das war auch wieder unsere schöne. Ja, zwei Stunnex. Ja. Kleidung haben. Die Helicrash ist noch da.
Aber ich glaube, vier Plätze haben wir nicht mehr. Momentan, ne, sieben Plätze. Ich frage mal, wo sind die anderen? So, ohne. Ich will die ja nun nicht abschießen. Jetzt zumindest noch nicht. Ja, es sind nämlich noch recht wenig Spieler drauf. Nachher, wenn der Server richtig voll ist, dann gehe ich auch wieder richtig PvP. Weil momentan möchte ich das noch eigentlich noch gar nicht so. Und weil die können mir auch nämlich ganz schön helfen. Und darauf habe ich es natürlich auch mehr abgesehen, dass wir uns erstmal untereinander helfen. Und ja. Muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt am. Da sind die Zombies. Ich sehe aber keine AI da umherlaufen. Es muss noch lange nichts heißen. Läuft bei jeder ein Hase, ein Kanickel. Und kommt jetzt ein Little Bird an. Das passt mir nämlich gerade nicht so. Ich sehe auch keine AI da drinne. Passt mir eigentlich ganz und gar nicht. Problem ist jetzt, entweder ist die KI wirklich noch nicht da. Oder die stehen da alle drin umher. Ich möchte nämlich nicht jetzt mein Leben draufsetzen. Ich glaube, da habe ich schon eine KI gesehen. Oder sind das nur alles Zombies, die da umherwuseln? Natürlich sind die Zombies jetzt auch ein großer Nachteil für uns. Weil wenn die einen jetzt sehen, gehen sie einen richtig auf den Keks. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Weil ich würde da ganz gerne doch rein. Ist da oben Loot drauf? Da hat er mich schon gesehen. Also die Zombies haben wirklich eine Range. Weil ich will auch nicht planlos da jetzt reinlaufen, nur weil hier Zombies sind. Das bringt das ja. Oh. Den brauche ich, den Typen. Der hat einen größeren Backpack als wir. Der hat den 30-Slot-Backpack. Wir werden jetzt den Zombie erstmal schön verarschen. So. Zombie, verpiss dich. Gut, der ist nicht auf uns aufmerksam geworden. Zumindest noch nicht. Den Typen würde ich da doch ganz gerne looten. Ein Fahrzeug zum Abhauen haben wir auch schon mehr oder weniger. Ich hoffe mal, dass der auch etwas bei hat. Oh ja, oh ja. Halleluja. Okay. Also Party geht gerade wieder ab. Das ist richtig. Alter. Oha. Da haben wir ja mal. Ja, doch. Was ganz Nettes gefunden. So. M9 SD natürlich nicht. DMR Mac nehmen wir mit. Wo ist denn jetzt dazu die Muni? Hätte ich doch schon gesehen, oder nicht? Da. Granaten brauche ich nicht. Ganz viele DMR Max. Die können wir rausnehmen, die brauchen wir nicht. Ist natürlich geil, dass der da drin ist. Also, wir sind jetzt richtig geil ausgerüstet. Jetzt ist natürlich. Jetzt möchte ich ganz gerne da nicht mehr so doll gerne rein. Wegen der guten Ausrüstung. Ach, natürlich, Zombie, verpiss dich. Alter, scheiße. Der flog aber richtig tief gerade.
Ja, jetzt ist natürlich eine richtig geile Überlegung. Wir sind geil ausgerüstet. Wir sind hammergeil ausgerüstet. Wollen wir es trotzdem riskieren, da reinzukommen? Ich glaube nicht. Nee, ich trete jetzt erstmal einen Rückzug an. Werde dann damit auch Daisy erstmal beenden. Ich werde mich jetzt hier irgendwo in irgendeine Tanne reinhauen. Weil diese Ausrüstung möchte ich jetzt nicht gerne aufgeben. Auch wenn Sektor B sehr, sehr reizvoll ist. Aber. Nee, komplett ausreizen möchtest du nur doch nicht. So. Zack. Aborden. Jo. So. Das war es denn jetzt erstmal von. Also, mit der Ausrüstung gehe ich. Ich muss mir noch überlegen jetzt, bis zur nächsten Aufnahme, was wir machen. Weil mit der Ausrüstung möchte ich ganz ungern da reingehen. Und ja, das war's mit Daisy Overwatch. So als kleines Let's Play nebenbei, weil es mir natürlich auch sau viel Spaß macht. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, könnt ja noch hinschreiben, was. Ja. Bisschen Kritik da lassen, also ein bisschen Feedback. Server-IDP bekommt ihr natürlich auch. Steht in der Kanal, nicht Quatsch, in der Kanalbeschreibung, Videobeschreibung drin. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Adlerwache 1993 mit SMS-Ton im Hintergrund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.